Norberts Podcast-Serie Passmundo Star Kids. Ich freue mich, wenn wir uns gemeinsam mit der so wichtigen Thematik der spirituellen Begleitung unserer Kinder und Jugendlichen widmen. Über die folgenden Erfahrungen und Impulse kannst du deinen Kindern, aber freilich auch dir selbst, neue Wege zur Anderswelt bereiten. Im heutigen Podcast gehe ich ein auf die Thematik, wie wir Kinder tiefer mit der geistigen Welt, aber auch mit unserer physischen Welt vernetzen können und dies in Form von Weihen. Es ist eine uralte Tradition im Menschsein, dass Weise oder Menschen, die besondere Lebenserfahrung hatten, ihre Qualitäten und Erfahrungen teilweise über Weihen übertragen haben. Im heutigen Zeitgeist würde man von einem Download von Erfahrungen sprechen. In unserem Kulturkreis ist dies allerdings völlig verloren gegangen. Wir haben die sogenannten religiösen Weihen, ich denke dabei an die Taufe, und diese Weihe hat freilich in erster Linie damit zu tun, dass ein neugeborenes Baby in eine Glaubensgemeinschaft aufgenommen wird. Nun, eine Weihe im Kontext mit unserem Menschsein, mit unserem Leben, sollte sich in erster Linie auf das beziehen, was als Neues, als neue Erfahrungswelt auf das Kind zukommt. So haben die Indianer und freilich auch die Maya die alte Tradition, dass vor der Geburt und nach der Geburt Kinder in das Energiefeld unseres Planeten Erde aufgenommen werden. Das ist eine wunderschöne Tradition. Das bedeutet, dass bereits in der pränatalen Phase die Mutter vorbereitet wird von Schamanen, Hebammen, die letztendlich im Mutterleib bereits ein entstehendes Kind durch Handauflegen, durch bestimmte Methoden das Kind mit dem Energiefeld des Planeten beginnen zu vernetzen. Nach der Geburt ist dann eine ganz zentrale Weihe die Verbindung des Neugeborenen mit den vier Elementen unserer Mutter Erde. Die vier Elemente sind das Energiefeld, in dem wir uns als Menschen bewegen, und somit wäre dies ein Ausgleich im Neugeborenen, mit diesen vier Qualitäten der vier Elemente tiefer vernetzt zu sein. Und damit geht man in die Vorstellung, dass gewisse Lebenserleichterungen gegeben sind, zum Beispiel, dass ein Kind durch eine vertiefte Verbindung zum Erdelement eben auch die Liebe zur Arbeit, die Liebe im Umgang mit der Materie lernt. Oder nehmen wir das Beispiel des Feuers. Die Vernetzung des Kindes mit dem Feuer symbolisiert letztendlich auch die Aktivität des Kindes, dass das Kind feurig, motiviert, freudvoll das Leben bestreiten kann. Die Verbindung mit dem Luftelement sind so viele Aspekte der Beweglichkeit, der Leichtigkeit des Luftelementes da. Das Kind hat dann einen leichteren Zugang zu dieser Form der Leichtigkeit, der Beweglichkeit, aber auch mit dem Luftelement verbunden, die mentale Zentrierungskraft. All das, was wir auch für das Lernen, für das Studieren brauchen. Die Liebe zur Musik, die Liebe zu den Ton- und Farbschwingungen und im Wasserelement freilich die Qualität des Fühlens und des Mitgefühls. Das heißt, die vier Elemente, aus denen wir eigentlich als Menschen bestehen, sind ganz zentrale Bereiche in unserer eigenen menschlichen Erfahrung. Und diese Weihen der vier Elemente bedeuten dann auch, dass wir es nicht bei einer Weihe belassen,
sondern dass wir dann immer wieder in bestimmten Rhythmen, vielleicht in einem Rhythmus von 7 Jahren oder 13 Jahren, dieses Kind noch einmal sozusagen wie eine Impfung diese Weihe auffrischen und dann die Weihe auch stärker anpassen an den Zustand, an das Verständnis, an den Willen, an die Freude des Kindes, dies zu erleben. In Weihen ist es insofern immer angesagt, dass wir in der Weihe die Kinder, die Eltern, die Angehörigen mit einbeziehen können. Bei der Weihe der 4 Elemente ist dies eine ganz, ganz einfache Sache. Der erste Aspekt ist, wir erklären den Anwesenden, worum es in dieser Weihe geht. Dass es nicht ein Hokuspokus ist, sondern dass es ein ganz natürlicher Prozess für jedes Kind ist, mit den Kräften unseres Lebens, mit den Kräften unserer Erdenebene besser zurechtzukommen. Ein Defizit in einem der Elemente bedeutet ein erhebliches Erschwernis, durch dieses Leben zu kommen. Wir erleben immer wieder Kinder, die mit einem Teil einfach nicht auf diesem Planeten sind, die sich nicht konzentrieren können, die letztendlich auch nicht das Gefühl haben, dass sie hier am richtigen Platz sind. Eine Weihe dieser Art hat die Möglichkeit, dass das Kind intuitiv spürt, dass es mit dem Planeten, mit unserer Welt zurechtkommt und dass es hier der richtige und beste Platz ist, die Lebenserfahrungen und auch die inneren seelischen Erfahrungen zu machen. Noch einmal, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Angehörigen die Thematik und den Grund dieser Weihe verstehen und dann wird es ganz wenige Menschen geben, die sich dagegen stellen. Jeder möchte, dass das eigene Kind in diesem Umfeld besser zurechtkommt. Der nächste Schritt wäre freilich dann, wie gestalte ich so eine Art von Feier? Ich teile die 4 Elemente auf 4 Angehörige auf. Das können nächste Verwandte sein, die letztendlich dann bei der Weihe eines der Elemente in den Vordergrund treten und bei der Gestaltung der Weihe mithelfen. Gehen wir jetzt vom Element Erde aus, so wäre ein ganz schöner Aspekt, eine Schale mit Erde des Wohnortes vorzubereiten. Es geht um eine gewisse Verbindung, um ein gewisses Heimatgefühl zu den Kräften des Ortes, der Region, wo ich geboren bin. Es ist also naheliegend, dass ich für die Verbindung zur Mutter Erde auch mit Erde arbeite. Wie ich das dann selbst direkt gestalte, würde ich der eigenen Fantasie überlassen. Ob das Kind die Erde berührt oder ob ich das Kind mit dem Träufeln der Erde über den Körper damit weihe, wichtig ist dabei die Vorstellung, dass das Kind mit dieser Weihe verbunden wird. Gehen wir weiter zu der Weihe mit dem Feuerelement. Das Feuerelement steht immer auch innerlich mit uns verbunden, mit Agilität, mit Motivation, für etwas zu brennen, was für unser Lebensgefühl so wichtig ist, was auch für unsere Berufsaufgaben, auch für den Schulbesuch so zentral wichtig ist, dass Kinder, Jugendliche sich engagieren, dass sie für etwas brennen. Das Feuer ist freilich auch ein Element, das vernetzt und verbindet. Da gibt es viele Traditionen, dass ich dieses Feuer in Form einer Kerze von einem Angehörigen tragen lasse und dieser Angehörige ein paar Sätze dazu spricht, was dieses Feuer für dieses Kind auf sich hat. Psychisch gesehen, im Verhalten gesehen, dass letztendlich das Kind eine ganz besondere Beweglichkeit hat und der besondere Hinweis, dass dieses Feuer ganz besonders mit dem Herzen vernetzt wird. Gehen wir weiter mit dem Element Wasser. Auch das Wasser ist ein Element, das verbindet.
Im Wasser wissen wir, dass viele Informationen eingespeichert sind, positive wie negative. Mit dem Wasser ist es also möglich, dass ich das Wasser über den Körper, über den Kopf des Kindes rinnen lasse oder in anderer Form das Kind mit dem Wasser verbunden wird. In Verbindung mit der Vorstellung, dass es hier um die Gefühlsebene des Kindes geht. Wie wichtig ist es für ein Kind, soziales Verhalten zu lernen, Empathie zu lernen, letztendlich auch Gefühle zu steuern. So viele Kinder sind oft in negativen, energetischen, emotionalen Umständen. Ein Kind muss lernen, auch emotionell sich zu befreien. Und somit ist es auch ein ganz zentraler Aspekt, Wasser einzusetzen, Wasser aus einer Kirche, Wasser von einem Wallfahrtsort, eben mit der Bitte verbunden, dass das Kind letztlich mit positiven Emotionen, mit positiven Haltungen durch das Leben gehen kann. Wenn wir vom Luftelement sprechen, dann reden wir von der mentalen Stärke, von diesen feinstofflichen Bereichen, die wir letztendlich auch als Menschen dem Luftelement zuordnen. Die Freude des Kindes am Studieren, an der mentalen Arbeit, an der Abspeicherung von Wissensinhalten, die Freude des Kindes an Visionen, an Vorstellungen, die Fantasie des Kindes, all das wird dem Element Luft zugeordnet. Hier kann man freilich auch ein Räucherstäbchen nehmen, eine Feder nehmen, die man bewegt und letztendlich den Geist oder die Engel der Lüfte in Verbindung zu diesem Kind einsetzt und einladet. In diesem Kontext werden also jetzt die vier Elemente in Kürze besprochen. Freilich, das fünfte Element wäre dann die Verbindung des Kindes und der Seele des Kindes mit dem geistigen Kosmos. Das wäre dann ein Teil einer Weihe, die später, wenn das Kind mehr verstehen kann, auch nachgeholt werden könnte. In diese Form der Weihe können freilich die Anwesenden mit eingebettet werden, mit ihren Wünschen, mit ihren Gedanken, mit ihren Schriften. Und so könnte jeder die Möglichkeit nützen, dem Kind in diesen vier Lebensbereichen alles Gute und Beste zu wünschen. Für diese Form der Weihe wäre es freilich auch angebracht, einen schönen Naturplatz zu suchen, in dem letztendlich auch dieses Naturerleben der Angehörigen mit einfließen kann, dass das Kind, so wie bei einer christlichen Taufe, entsprechend der Würdigung des Momentes festlich angezogen ist, dass sich die Festgäste letztendlich auch in diesen Weiheakt entsprechend zeigen und zu guter Letzt ein gemeinsames Festessen nach dieser wunderbaren Form, ein Kind hier auf diesem Planeten in Empfang zu nehmen, energetisch einzubetten und mit den wichtigsten Aspekten unseres Lebens, mit den Zugängen zu den vier Elementen, zu würdigen und zu ehren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir und bitte dich, diese Podcasts, wenn sie dir gefallen, auch an andere weiter zu empfehlen oder zugänglich zu machen. Dein Norbert Muick und Bas Mondo Star Kids.